Hallo, servus liebe Leute. Herzlich willkommen bei unserem zweiten Teil des Livestreams heute aus Salzburg. Wir sind wieder bei Salzburg AG, mittendrin im Finale des Innovation-Prozesses, der Innovation Challenge, die da sehr fundiert veranstaltet wurde die letzten Monate. Heute bzw. die letzten drei Tage hat der sogenannte Innovation Camp stattgefunden und wir werden jetzt mit dem Head of Innovation von Salzburg AG, Georg Baumgartner. Hallo Georg, servus. Servus Dian. Und dem Philippe Dietkes von Water Venture, der Beratungsfirma, die diesen Prozess aufgesetzt und begleitet hat, über Details und die nächsten Schritte sprechen. Philippe, servus, danke auch für deine Zeit. Hallo, Dejan. So, Georg, ich würde dich einleitend bitten, vielleicht den Prozess ein bisschen detaillierter zu erklären, was ist bisher passiert. Wir haben vor circa 20 Minuten mit dem CEO gesprochen. Er hat das auf einer Flughöhe, die dem Vorstand sozusagen gebührt, alles erklärt. Jetzt würde ich schon gerne ein bisschen mehr Details erfahren, damit auch die Leute draußen einen guten Gefühl bekommen, was da alles passiert ist. Weil ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Prozess. Aber vielleicht kannst du das zu mir erzählen. Gerne. Begonnen haben wir ja Anfang des Jahres mit einer Anmeldephase. Wir haben die Challenge ausgerufen. Die hat sich primär mal gerichtet an Startups, Experten zu fünf Themen, die wir im Vorfeld identifiziert haben. International ausgeschrieben und die Rückmeldungen oder die Anmeldungen dazu waren ja vielfältig. Wir haben 221 Anmeldungen von sehr vielen Startups bekommen und aus 36 Nationen war die Anmeldung. Wir haben da dann ausselektiert und die Top 12 Startups zu unserer Messe geladen. Parallel dazu haben wir auch die Mitarbeiter intern aufgerufen, Ideen einzubringen zu den Themenstellungen. Da sind in Summe auch 90 Ideen eingekommen von über 40 Mitarbeitern. Und wir haben dann aus den Top-Startups der Messe, also die Messe war quasi wieder ein Selektionsprozess, die besten ausgewählt. Das waren 7 Startups und wir haben dann im Endeffekt Teams gebildet aus Ideengebern, interner Mitarbeiter plus interne Experten und den Startups. Und es waren in Summe 10 Teams, mit denen wir vor 3 Tagen gestartet sind ins Innovation Camp. Das war jetzt spannend, eine Zwischenfrage vielleicht, Philipp, an dich. Ist es üblich, dass man sozusagen dem Externen auch die interne Komponente ansetzt? Sozusagen Aufruf, Ideen einzureichen, extern von Startups, aber gleichzeitig auch ein interner Aufruf. Ist das ein klassischer Prozess oder war das jetzt eine Spezialität von Salzburg AG? In dem Fall ging es ja vor allem auch darum, ein Change of Mindset herbeizuführen und zu fördern vor allem. Und das geht natürlich nicht, wenn man Innovation nach extern auslagert. Das heißt, das Ziel war es hier, interne Ideen genauso wie externe Ideen umzusetzen oder externe Technologien ins Unternehmen zu bekommen. Und das geht auch nur, wenn interne Mitarbeiter dabei sind. Und im Endeffekt konnten sich diese für das Camp bewerben. Und da haben wir auch nach Ideen gefragt. Und da sind, glaube ich, 92 Ideen von 41 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eingereicht worden. Das heißt, haben wir noch eine große Liste an Ideen und Themen, die in der Zukunft noch abgearbeitet werden können. Sehr cool. Zurück zum heutigen Tag, beziehungsweise den letzten 3 Tagen, dem Finale Innovation Camp. Was mich interessieren würde, ist jetzt wirklich, welche Technologien, welche Innovation ist für euch interessant? Von wo kommt der Need? Wie habt ihr sozusagen die Felder identifiziert? Und was konkret ist da an Lösungen rausgekommen? Weil du Finale gesagt hast, dort sind wir ja noch lange nicht. Wir sind ja eigentlich ja bei der Halbzeit. Unser Prozess geht ja noch bis Oktober. Aber begonnen haben wir, indem wir alle Bereichsleiter interviewt haben, um zu schauen, wo ist im Bereich der Need, wo identifizieren sie den Need. Und zwar einerseits vielleicht betreffend interner Prozesse, andererseits aber auch Richtung Dienstleistungen, Kundenprodukte, was bei uns auch ganz oben auf der Agenda steht. Und so ist dann im Endeffekt auch die Auswahl der 5 Themenstellungen entstanden, wo sich die Startups dazu angemeldet haben. Und wir hatten einen wirklich sehr bunten Mix an 10 Teams mit 10 unterschiedlichen Technologien. Da ist es gegangen um digitale Kundenkontakt im Bereich WhatsApp. Da ist es gegangen um einen kinetischen Schwungradspeicher. Ein paar interne Prozesse waren dabei. Es ging auch um das Thema Drohnenbefliegungen für die Infrastrukturwartung oder Kraftwerkswartung. Also relativ breiter Mix, würde ich sagen. Aber mit dem Fokus auch Digitalisierung, Prozessoptimierung und stark innovative Produkte beim Endkunden.
Da würde ich nämlich gern noch einsteigen. Was für die Startups in dem Programm, glaube ich, ganz spannend ist, ist das Commitment, das die Salzburg AG hier eingeht, nämlich wir haben jetzt im Raum neben uns gerade jene Startups, die in die Acceleration-Phase aufgenommen wurden. Da gibt es bereits einen Rahmenvertrag, der denen gerade ausgehändigt wird, der vorbereitet wurde, weil genau in einer Woche, nächsten Freitag, beginnt diese Acceleration-Phase schon. Und das ist ja eines der Hauptthemen, die Startups häufig haben, ist, wenn man mit Corporates zusammenarbeitet, dauert das häufig ewig. Und genau das ist ein Thema, das Salzburg AG durch diesen klaren Prozess und auch das Commitment von den Vorständen hier quasi wirklich ideal für die Startups lösen kann. Was immer interessant ist in dem Zusammenhang, ist so ein bisschen die Frage, vielleicht provokant gefragt, ja, hättet ihr auch selber diese Innovation aus der Linie heraus geschafft? Wieso braucht man Startups? Sind sie notwendig, um Innovation voranzutreiben? Was habt ihr von denen gelernt oder was kann man in so einem Prozess als Corporate lernen? Also noch sind wir ja nicht bei der Innovation. Das hoffen wir oder erwarten wir uns, dass das dann auch am Ende unseres Prozesses rauskommt. Am Anfang steht die Idee. Und da haben wir eben schon auch Potenzial intern, das sieht man aufgrund der internen Ideengeber. Aber es ist schon auch das, dass sich die Startups sehr viel mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Die meisten dieser Startups, die jetzt hier auch weitergekommen sind, haben Digitalisierung irgendwo auf der Agenda. Die sind da schneller als wir, die haben interessante Aspekte, die man bei uns integrieren kann. Und was auch noch ein zusätzlicher Aspekt ist, ist die Arbeitsweise. Das ist auch das, was der Philipp schon genannt hat in Richtung Mindset, dass wir als interne Mitarbeiter auch noch ein bisschen verändern wollen oder daran arbeiten wollen, sich mehr zu öffnen, kreativere Prozesse anzuwenden, nicht nur zum Beispiel Schreibtischarbeit zu erledigen und vom Schreibtisch aus Desk Research zu machen, sondern auch auf die Straße zu gehen und Kunden zu fragen. Das sind die Startups quasi gewohnt. Die müssen ständig irgendwie innovieren, damit sie überleben. Wir sind schon so gesettelt und verlassen uns auf unser Geschäftsmodell. Das sind so die Dinge, die wir dazu eigentlich auch lernen von den Startups, denke ich mir. Vielleicht dazu nehme ich gleich ein Beispiel von einem Team, das ich betreut habe jetzt die 3 Tage. Die sind im Endeffekt am 2. Tag in der Früh gleich ins Werk gefahren und haben dort sich angeschaut, wie können wir das am besten einbauen, wie sind die Rahmenbedingungen dort. Sie haben sich dort Mitarbeiter geschnappt, die dort Wartungsaufträge durchführen müssen, um direkt mit dem Nutzer zu validieren, wie sie derzeit arbeiten und wie man ihre Arbeitsprozesse verbessern könnte. Und das ist etwas, was, wie der Georg sagt, Startups, sage ich mal, häufiger und machen und gewohnt sind und wo jetzt die internen Mitarbeiter natürlich von dieser Herangehensweise ganz stark profitieren können, weil sie dann auch zurückkommen und wirklich glänzen und sagen, das war genial, weil wir haben uns da extrem viel Zeit eingespart in der Entwicklung unserer Idee, weil wir einfach was herausgefunden haben, was essentiell ist. Ich habe schon beide ein paar Mal angesprochen, der Vorstand hat sich dieses Projekt zum eigenen gemacht, da ist sozusagen die Mega-Unterstützung dahinter. Du hast mir erwähnt, dass auch die Führungsebene voll on board ist. Wie ist das dann aber wirklich bei den Mitarbeitern angekommen? Also wir reden mit vielen Geschäftsführern, die versuchen, digitale Transformation voranzutreiben und die dann doch sagen, du, ich stehe dort vorne auf der Bühne und es gibt irgendwie 30 Leute, die verstehen, was ich sage und alle anderen steigen aus. Wie ist das bei euch? Ist es gelungen, ein paar Mitarbeiter mehr mitzunehmen? Also das stimmt, wir verspüren einen sehr starken Rückenwind von ganz oben. Also das ist Thema bei uns, Innovation ist Chefsache. Die Vorstände unterstützen das sehr stark und auch die Führungskräfte sind sehr interessiert daran. Zeigt sich daran, dass sowohl bei der Startup-Messe als Jury, als auch heute beim Innovation Camp als Jury, fast komplett die oberste Führungsebene hier auftaucht und sich die Themen anschaut und bewertet. Aber auch bei den eigenen Kollegen jetzt von mir muss ich sagen, da ist eine Dynamik entstanden in den letzten Tagen, die mich sehr überrascht hat. Also die haben sich ins Zeug gehauen, die haben hier Großartiges geleistet. Die haben bis später am Abend hier noch ihre Arbeiten durchgeführt und ihre Recherchen betrieben und das Projekt weitergetrieben. Und es hat sich auch durchgezogen bis zu den Pitches heute. Da war auch stark von den eigenen Mitarbeitern an und für sich das Zepter in der Hand.
gemeinsam mit den Startups natürlich, aber wo ich mir nicht gedacht hätte, dass meine Kollegen sich hier halt auch das zutrauen, einen 3-Minuten-Pitch vor der Führungsebene zu wagen. Das haben sie exzellent gemacht. Cool. Philipp, was waren so die Auswahlkriterien in dem Prozess? Wie konnte man sich heute qualifizieren und wer hat heute schlussendlich die Entscheidung getroffen für die 5, die da weiterkommen? Gab es eine Jury und wie war die zusammengestellt zum Beispiel? Ja, also es gab eben eine Jury und das war auch die größte Jury, die wir jemals in einem Projekt hatten, weil, wie Georg schon gesagt hat, es waren beide Vorstände da, plus waren eigentlich alle Bereichsleiter da. Das heißt, das war eine Jury von, ich glaube, wir hatten 15 oder 16 Leute. Und das zeigt auch das Interesse und das zeigt auch für uns ganz klar, weil das merkt man bei den Mitarbeitern, das merkt man, wenn man sich Interviews ausmacht oder wir haben die Teams im Vorfeld schon vorbereitet, das heißt, wir hatten schon Gespräche, um die richtigen Leute zu identifizieren, wer denn in diesen Teams mitspielen muss. Und diese Termine hat man im Ruckzuck bekommen. Das heißt, da ist es nicht so, dass man eine E-Mail schreibt und 3 Wochen wartet, bis eine Antwort kommt, sondern im Endeffekt hat man 3 Tage später einen Termin und kann diese Themen vorantreiben. Und das, glaube ich, liegt schon ganz stark daran, dass im Endeffekt da die Vorstände auch seit, ich glaube, einem Jahr ganz stark kommunizieren. Innovation ist zentral und ist wichtig für uns. Und wir sind nicht nur ein Energieversorger, sondern wir sind ein Technologieunternehmen. Und dadurch muss sich die Salzburg AG quasi ständig neu erfinden, wie eben jedes Technologieunternehmen. Und die Auswahlkriterien sind im Endeffekt, wie greifbar ist dieses Projekt, wie viel konnte validiert werden. Und das ist sozusagen, wenn es um externe Projekte für Konsumenten geht, konnte das Kundenbedürfnis, das Kundenproblem validiert werden. Das heißt, Teams sind hier Kleingartensiedlung gegangen, haben sich Häuser rausgesucht mit einer PV-Anlage am Dach und haben dort angeklopft und haben Interviews mit den Besitzern durchgeführt, um zu verstehen, was sind deren Probleme. Und genauso das andere Beispiel, wo das Team ins Werk gegangen ist, da wird dasselbe mit internen Mitarbeitern durchgeführt. Das ist genauso eine Bedürfnisvalidierung. Und im Endeffekt ist das sicherlich eines der Hauptkriterien dafür, welche Teams jetzt ausgewählt wurden. Du hast das sehr schön ausgeführt. Also ich glaube, es ist wirklich nicht untertrieben zu sagen, dass Salzburg AG ein echter Innovationstreiber ist in eurem Bereich. Wie wichtig ist diese Message für euch auch an die potenziellen neuen Mitarbeiter? Ist das auch etwas, was man nach außen hin kommunizieren will, dass man da schlussendlich neue Jobs tackeln kann, die vielleicht eher in einem Startup entstehen würden, aber in dem Fall auch innerhalb eines etablierten Konzerns? Natürlich ist es auch wichtig, ja, weil wenn wir vom Thema Digitalisierung sprechen, braucht es auch die entsprechend ausgebildeten Fachkräfte. Und das sind halt auch wahrscheinlich vorwiegend junge Leute, die jetzt gerade in der Ausbildung stecken zum Teil, weil das Thema noch recht jung ist. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man auch signalisiert, wir beschäftigen uns sehr stark mit der Zukunft und digitalen Projekten und Themen und hilft da natürlich sicher auch, ja. Finde ich sehr gut. Was sind so jetzt die nächsten Steps? Jetzt sind 5 Gewinner herausgekommen aus diesem Prozess, aus 230 Einreichungen. Was passiert jetzt mit denen in den nächsten 4 Monaten? Da wird es einen Demo Day im Oktober geben. Was bekommen sie jetzt von euch noch in dieser nächsten Zeit? Also wie vorhin schon erwähnt, geht es nächsten Freitag los. Da ist der Kickoff der Acceleration-Phase. Dort wird zum einen bei den Teams, die ein Startup als Kooperationspartner haben, im Endeffekt ein Vertrag aufgesetzt für diese Pilotphase und eine Absichtserklärung, was darüber hinweg passieren soll, weil es soll ja nicht beim Piloten bleiben. Und bei den anderen Teams, sowie auch bei denen wird evaluiert, fehlt jetzt im Team noch jemand mit Skills oder Erfahrungen, die für eine erfolgreiche Umsetzung notwendig sind, dann wird das komplettiert. Und dann gibt es wöchentliche, wir nennen es Acceleration-Tage, wo die Teams und die Teammitglieder sich diesen Tag blockieren, was extrem wichtig ist, weil ansonsten die Terminfindung alleine schon 3 Wochen dauert, bis der nächste Termin stattfinden kann. Das heißt, alle, die jetzt weiterkommen, denen ist bewusst, den internen Mitarbeitern, dass das gut 20% oder mehr ihrer Arbeitszeit in Anspruch nehmen wird. Bei den Startups sicherlich deutlich mehr.
bekommen aber dementsprechend auch den Aufwand vergütet. Und dann heißt es jede Woche wieder das Thema Validierung, und da geht es dann natürlich auch schon viel um die technische Validierung, mit dem Ziel, am Ende, ich glaube es ist der 23. Oktober, einen funktionierenden Piloten auf laufen zu haben, anhand dessen man wirklich evaluieren kann, können wir das im großen Stil umsetzen, ausrollen, als neues Produkt auf den Markt bringen. Georg, das ist ein wirklich sehr fundierter Prozess, ja, wo es wirklich um die Sache geht und nicht um rein Marketing. Wie ist es sozusagen für dich und dein Team oder die Mitarbeiter, die da dabei sind, möglich, das nebst dem Tagesgeschäft abzuarbeiten? Wird man da freigestellt? Ich habe das schon den Vorstand kurz gefragt und gesagt, ja, es werden Ressourcen zur Verfügung gestellt, aber erfahrungsgemäß ist das eine große Challenge, weil man ist ja schon im Tagesgeschäft relativ gut ausgelastet. Ja, definitiv eine Challenge. Also ich bin persönlich dafür zu 100% abgestellt, um den Prozess zu begleiten, zu koordinieren und gemeinsam mit What a Venture hier im Unternehmen durchzubringen. Wir haben eine Struktur im Haus geschaffen, wo wir so ein cross-funktionales Team haben, wo wir in Summe auch, wir nennen das die Innovationszone, 13 Personen aus eigentlich fast jedem Fachbereich einen Fachexperten haben, der für das Thema Innovation der Botschafter ist. Die haben definitiv die Herausforderung, dass sie zusätzlich zu ihrer Rolle das an und für sich auch machen. Da haben wir schon ein bisschen Ressourcenprobleme, aber trotzdem sind die sehr motiviert und interessiert bei der Sache und hauen sich da voll ins Zeug. Wir haben sehr viele von diesen Kollegen auch in den letzten 3 Tagen hier gehabt. Und generell ist das Thema einfach interessant für uns, eine neue Arbeitsweise. Solche Workshop-Formate sind anders als am Schreibtisch zu sitzen und am Computer was abzuarbeiten. Aber trotzdem kommen immer wieder die Gedanken auf, ja, wenn ich am Montag wieder ins Büro komme, dann habe ich wieder 40 neue E-Mails, die ich abarbeiten muss. Das gehört dazu, ja. Das ist leider so. Aber ich für meinen Teil kann sagen, es macht Spaß, es ist sehr interessant, vor allem auch mit den Startups hier zusammenzuarbeiten. Und man übernimmt oder nimmt von dort die Kultur der Startups vielleicht auch ein bisschen an, weil die sind es gewohnt, glaube ich, fast einmal rund um die Uhr zu arbeiten. Kurz nachgehakt, du hast jetzt 2-3 Mal sozusagen das Thema Kultur erwähnt. Wie wichtig ist dieses Thema in so einem Prozess? Nimmt man den Kulturwandel, Mindset in so einem Prozess stark mit? Welche Rolle hat das für euch gespielt? Ja, der ist uns wichtig, deswegen auch das Setup vom Design dieses Prozesses, dass wir einerseits Startups suchen und scouten und dazu Fachexperten ins Team setzen, aber andererseits auch intern die Mitarbeiter involviert haben bei der Startup-Messe, wo sie mit den Startups in Verbindung treten konnten, einmal überhaupt einen Pitch miterlebt haben. Und ich muss auch sagen, das war total interessant. Danach sind total viele Einreichungen von eigenen Ideen plötzlich reingekommen. Also fast 50% sind danach eingetroffen, ja. Also da merkt man, dass das sind vielleicht Motivatoren oder Inspirationen, die man da mitnimmt. Und dann wird dort ein kleiner Samen gesät vielleicht. Aber es dauert sicher noch lange, da hier einen Kulturwandel zu vollziehen. Das ist klar, wir versuchen hier halt einfach ein paar Aspekte zu bedienen. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, ich meine, es ist leicht, einmal einen halben Tag, einen Tag oder 3 Tage Inputs zu liefern, die inspirieren. Ja, es gibt tolle Beispiele aus der Startup-Welt, es gibt natürlich auch tolle Beispiele aus der Corporate-Welt. Warum macht Innovation Sinn? Warum ist es wichtig? Wie macht man es richtig? Aber dem zuzuhören und dann zu sehen, dass intern keine Projekte umgesetzt werden, zerstört jede Inspiration und lässt auch keine Veränderung im Mindset zu. Und deswegen ist es eigentlich viel wichtiger als inspirierende Auftritte oder Startup-Pitches, ist es viel wichtiger, dieses Commitment zu zeigen, dass die Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Und das, glaube ich, hat man heute auch gesehen, dass selbst jene Teams, die nicht in die Acceleration-Phase aufgenommen wurden, haben das quasi mit einer sehr guten Stimmung wahrgenommen und sich gedacht, wow, aber es wird jedes zweite Team jetzt umgesetzt. Das heißt, die Arbeit, die wir hier machen, ist nicht umsonst, sondern das ist wirklich die Richtung, in die das Unternehmen gehen möchte. Vielleicht anschließend an diese Ausführung die Frage, wie stellt man dann sich oder vielleicht, was ist deine Erfahrung aus den anderen Projekten? Ihr betreut da sehr, sehr viele Corporates in diesen Prozessen.
Wie kann man das erfolgreich auch nach dem Demo Day weiterführen? Auf was kommt es da an? Ja, dass es nicht an die, in dieser ganz kritischen Phase danach, wenn vielleicht die externe Begleitung weg ist, dass das nicht zerbricht und weitergeht und implementiert wird? Ich glaube, die Erfolgsfaktoren dafür, die sind schon viel, viel früher zu setzen. Das heißt, das Projekt wird nachher im Normalfall in einer Linie, in einem Bereich weitergeführt. Und diese Linie, dieser Bereich ist jetzt in dem Prozess bei der Salzburg AG von Anfang an dabei. Und zwar bevor wir Startups gesucht haben. Und die Bereichsleiter agieren seit Anfang an als Promotoren, als Sponsoren für bestimmte Projekte. Und auch jetzt sind sozusagen diese Sponsoren diejenigen gewesen, die gesagt haben, dieses Team möchte ich begleiten und möchte die Umsetzung begleiten. Das heißt auch, dass dieser Bereich dann nach dem Demo-Day das Projekt übernimmt und bei sich im Bereich im großen Stil umsetzen würde. Ja, dem kann ich nur anschließen. Finde ich super. Ich frage deswegen so im Detail, weil ich euch das zutraue, diese Diskussion zu führen, weil ich wirklich gesehen habe, dass das sehr fundiert ist, was ihr da macht. Hut ab, ja, sozusagen vom Vorstand bis sozusagen in die zuständigen Mitarbeiter. Bin super gespannt, wie das weitergehen wird. In diesem Sinne vielleicht deine Highlights, die bisher passiert ist und die Erwartungshaltung für die nächsten 4 Monate. Also ein Highlight ist sicher für mich, trotz der brutalen Temperaturen, wir hatten da in den 3 Tagen jeden Tag über 30 Grad, ist extrem viel weitergegangen. In 3 kurzen Tagen, wenn man sich rausnimmt, passiert viel, viel Dynamik. Also von den eigenen Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen eigentlich bin ich positiv überrascht. Absolutes Highlight. Die Erwartungshaltung ist jetzt natürlich hoch, dass wir das Tempo aufrechthalten, dass wir mit den Startups in spannende Projekte in die Umsetzung gehen. Und bin sehr gespannt, bin mir sicher, dass wir bis zum Oktober hier ganz interessante Dinge auf den Boden bringen werden. Ja. Großartig. Vielen Dank für eure Zeit. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass solche Prozesse sowohl für die Corporates als auch für die Startups wirklich einen Mehrwert bringen. Beiden Seiten helfen, sich da gegenseitig unterstützen und stärker machen. Toi, toi, toi für den weiteren Prozess. Wir werden dann im Oktober noch einmal darüber berichten, wie es weitergegangen ist. Alles Gute bis dorthin und danke. Danke für eure Zeit. Danke dir. Ciao, danke dir. Danke euch fürs Zuschauen und bis nächste Woche.